Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine Wartesfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben schönen Menschen, heute mit einer ganz neuen Quelle, die sogar ihren eigenen Journal haben, nämlich die Seite kabinettonline.de, also der Journal der Bundesstadt Bonn, also die ehemalige Hauptstadt Deutschlands, als auch die Domstadt Köln, Herzchen, kann ich auch sehr nachvollziehen, als auch Bundeshauptstadt Berlin aktuell, haben eine Meldung zu Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir dies nicht alleine tun kann, muss ich einfach mit reinziehen. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus am Brückenkanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr meine Comicseite mal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel von Schizophrenie bis hin zum Post-Covid-Syndrom. Oder welchen Beitrag leisten erbliche Risikofaktoren? Fragezeichen. Frage mich dann drumherum. Diese Meldung kommt vom Universitätsklinikum Bonn. Also ungefähr ähnlich aufgebaut wie die letzte Quelle, die wir behandelt haben, Informationsdienstwissenschaft. Los geht's. Patientenkollegium des Universitätsklinikums Bonn über den Zusammenhang zwischen Genetik und psychiatrischen Erkrankungen. Und wollen wir wetten, die haben Autismus mit reingepackt? Obwohl das gar nicht stimmt, finden wir es heraus. Bonn, 17. Juni. Bonn, 17. Juni. Das war mal der ehemalige Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit. Vor der sogenannten Wiedervereinigung. Und der 17. Juni 1953 war mal ein Arbeiteraufstand in der DDR gewesen, welches sich auch schon nach Reformen gesehnt hatte. Und wurde am Ende dann zerschlagen. Deswegen lebte die DDR auch nachher weiter. Bis 1990. Na gut, 1989 war sie ja schon am Zerfallen. 1990 dann komplett. Ist ein langwieriger Verlauf gewesen. Und wo wir schon beim Verlauf sind. Post-Covid-Syndrom haben wir ja schon bereits erwähnt. Weiter geht's. Im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Patientenkolloquiums Unimedizin für Sie mitten im Leben lädt das Universitätsklinikum Bonn, kurz UKB, in Kooperation mit dem Generalanzeiger Bonn zu einem Informationsabend ein. Mitten im Leben? Nicht, dass das Universitätsklinikum Bonn und der Generalanzeiger Bonn von RTL keine Klage bekommen, denn Mitten im Leben war eine Sendung von denen. Also eine Doku-Soap eben, ne? Weiter geht's. Unter dem Motto psychische Gesundheit und Genetik. Von Autismus-Spektrum-Störungen. Nach von ein Leerzeichen, ne? Und Schizophrenie bis hin zum Post-Covid-Syndrom. Und Autismus-Spektrum-Störung ist falsch. Es heißt nur noch Autismus-Spektrum. Sei es mit Bindestrich oder auch ohne. Lass das Störung künftig weg. Sonst mache ich den S-Counter an. Ich warne. Weiter geht's. Isabel Klaus, Ärztin in Weiterbildung am Institut für Humangenetik des UKB, sowie Dr. Laura Kilarski, Ärztin in Weiterbildung an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des UKB, geben zunächst einen Überblick über die jüngsten Erkenntnisse aus der psychiatrisch-genetischen Forschung und deren Einfluss auf die klinische Versorgung verschiedenster Krankheitsbilder. Fun Fact: Autismus hat keine Krankheitsbilder, da Autismus keine Krankheit ist. Weiter geht's. Einen besonderen Fokus legen die Referentinnen auf das Post-Covid-Syndrom, das als gesundheitliche Langzeitfolge einer SARS-CoV-2-Infektion bei vielen Betroffenen zu einer Vielfalt an körperlichen, kognitiven und psychischen Symptomen
und damit zu einem hohen Leidensdruck führt. Die kostenlose Veranstaltung findet am Donnerstag, den 20. Juni ab 18 Uhr, als reine Präsenzveranstaltung im Hörsaal des Biomedizinischen Zentrums, kurz BMZ 1, Gebäude B13 statt. Eine Veranstaltung, die schon vergangen war. Also vor gut einer Woche. Weiter geht's. Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sind psychische Erkrankungen die größte gesundheitliche Belastung für die globale Bevölkerung. Bereits vor der Corona-Pandemie lebten nach Angabe der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit fast 1 Milliarde Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Seither ist die Anzahl von Betroffenen nochmals signifikant gestiegen. Also, fast 1 Milliarde Menschen. Also, kann man sagen, fast jeder Achte. Weil wir haben ja schon über 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Weiter geht's. Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit gehen mit erblichen, individuellen und gesellschaftlichen Folgen einher. Wie zum Beispiel, aufgrund ihrer weiten Verbreitung in der Bevölkerung ist das Forschungsinteresse an Risiko- und Schutzfaktoren sowie wirksamen Therapien deshalb groß. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat insbesondere die Genforschung das Verständnis von psychiatrischen Erkrankungen stark verändert. Für viele psychiatrische Erkrankungen, wie zum Beispiel die Autismus-Spektrum-Störung, Schizophrenie oder aber auch die bipolare Störung, ist eine genetische Veranlagung mittlerweile unstrittig, so Isabel Klaus, Ärztin am Institut für Humangenetik des UKB. Autismus-Spektrum heißt das, und Autismus ist keine Krankheit. Nimmt diesen Begriff bitte raus. Aber ZZ, ziemlich zügig. Genau, Hausmeister Krause. Wo wir schon am Anfang mit Domstadt Köln waren. Ja, sicher, sicher. Was tut man nicht alles für diese Stadt? Besonders Köln-Galk, ne? Richtig. Weiter geht's. Noch zwei große Abschnitte, dann ist Schluss. Die zugrunde liegenden Ursachen bei psychischen Erkrankungen sind in der Regel multifaktorell. Das heißt, sowohl genetische als auch Umweltfaktoren tragen gemeinsam zur Krankheitsentstehung bei. Dennoch konnten in den letzten Jahren diverse genetische Risikofaktoren für psychische Erkrankungen identifiziert werden. Zusätzlich legen aktuelle Forschungsergebnisse nahe, dass bei einem relevanten Anteil der Patientinnen womöglich ein übergeordnetes genetisches Krankheitsbild vorliegt. Dies gilt insbesondere, wenn bei Betroffenen zusätzliche körperliche Manifestationen, wie zum Beispiel ein Herzfehler oder eine Epilepsie, auftreten. Eine solche genetische Diagnose kann wiederum Relevanz für die Betroffenen und ihre Familien haben, zum Beispiel in Bezug auf die weitere klinische Versorgung oder die eigene Familienplanung. Obwohl wir schon bei eigener Familienplanung sind. Wir Menschen im Autismus-Spektrum sind sehr wohl in der Lage, Familienplanung auszuführen. Und vor allen Dingen, richtig gute Eltern zu sein. Weiter geht's. Für diese Patientinnen Ansprechpartner zu sein, ist eines der vorrangigsten Ziele der Zusammenarbeit zwischen der Psychiatrie und Humangenetik am UKB. Genetische Risikofaktoren scheinen auch für die Ausbildung von Post-Covid eine Rolle zu spielen. Post-Covid, auch bekannt als Long-Covid, betrifft etwa 10% der Covid-19-Überlebenden und umfasst Symptome, die länger als 12 Wochen nach der akuten Infektion anhalten. Häufige Symptome sind Müdigkeit, Atemnot und kognitive Beeinträchtigung, erläutert Dr. Laura Kilarski, Ärztin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des UKB. Also, Müdigkeit ist ja erstmal nichts Schlimmes. Müde sind wir ja nun mal alle. Atemnot gab es bei mir nicht. Und kognitive Beeinträchtigung auch nicht. Also nur Müdigkeit. Aber ich schätze mal, diese Müdigkeit, die legt sich mittlerweile. Also ist schon stabilisiert worden, sage ich jetzt mal so. Aber wer weiß, was die nächsten Jahre so mit sich bringt. Gucken wir mal. Weiter geht's. Im Rahmen ihres Vortrags wird Frau Dr. Kilarski einen Überblick über klinische Manifestationen, mögliche Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten sowie insbesondere den aktuellen Stand genetischer Forschung zum Thema Post-Covid geben.
Die Veranstaltung soll die Notwendigkeit kontinuierlicher Forschung und interdisziplinärer Zusammenarbeit hervorheben, um das Verständnis des Post-Covid-Syndroms zu verbessern und Betroffene wirksam zu unterstützen. Und das hoffen wir, dass es gelingen wird. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also diese neue Quelle ist ungefähr so aufgebaut wie Informationsdienstwissenschaft, kurz IDW. Und ich schätze mal, wir werden auch weiterhin etwas von denen zu lesen bekommen. Und jetzt meine Frage an euch. Was haltet ihr zu dieser Meldung? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und jetzt kommen wir zu den Nachgedanken. Wir lesen wieder aus dem Buch von Debbie Ellie, Autismus. 15 Dinge, die dir niemand gesagt hat oder mein Leben mit zwei autistischen Kindern. Tatsächlich sollten sie solche Dinge sogar einplanen. Eltern von Autisten wissen, dass man Zeit braucht, um Energie zu tanken. Das hier ist ein Langstreckenflug und sie sind der Pilot, der Co-Pilot, die Stewardess und der Typ, der auf der Startbahn den Weg zeigt. Wenn wir also gemeinsam durch dieses Buch gehen, lassen Sie mich Ihr das Reiseleiter und Ihr Dolmetscher für diese komplizierte Welt des Autismus sein. Ich werde manchmal genauso verloren sein wie Sie. Aber keine Angst, ich habe mein Schwert des Humors, um mich durch die fürchterliche Fachsprache und das, was alles erzählt wird, zu kämpfen. Gemeinsam kämpfen wir uns durch das Dickicht der traditionellen Definition und der Ansichten über autistische Kinder und lernen, wie wir der Welt zeigen können, wie es wirklich ist. Mit Liebe, Wärme und viel Humor. Ich möchte Ihnen 15 Dinge sagen, die ich gerne früher gewusst hätte. Es geht nicht nur um Autismus. Tatsächlich beginnen wir mit Ihrer eigenen Ansicht und dem, was Sie brauchen, um diese Reise ohne Vorurteile zu unternehmen. Ich möchte Ihnen eine positive Sichtweise zeigen, die mir dabei geholfen hat, die Herausforderung zu überstehen oder daran zu verzweifeln. Je mehr Sie so denken, desto leichter wird es. Später möchte ich Ihnen Grundlegendes über Autismus erzählen. Zeug, das wir jeden Tag erleben. Wir müssen lernen, uns in die Gedankenwelt eines anderen Menschen hineinzuversetzen und Überlebensstrategien zu respektieren, gleichzeitig aber auch unseren Kindern dabei helfen, sich an eine Welt anzupassen, die nicht für den Autisten geschaffen ist. Ich hatte das Glück, erfahrene, professionelle Menschen um mich zu haben, ohne die ich vieles nicht verstanden hätte. Es geht nicht allen so, daher möchte ich Sie mit diesem Buch unterstützen. Autismus ist kompliziert und verwirrend, aber mit Autismus zu leben hat mich zu einem besseren Menschen gemacht und mir gezeigt, worum es im Leben geht. Es ist wirklich schwer, aber das ist es wert. Na also, worauf warten Sie? Lassen Sie uns gemeinsam zum ersten Kapitel reisen. Oder Moment, haben wir noch Zeit für einen Kaffee? Erstens. Autismus ist eine bunte Mischung. Machen Sie Ihre eigene Lernerfahrung. Mit 7 Jahren fasste Bobby sein erstes Schuljahr so zusammen. In diesem Jahr bin ich der ultimative Champion in allem geworden. Als ich begann, über dieses Buch nachzudenken, war Bobby gerade 11 Jahre alt. Genau wie Alec. Ich habe Zwillinge. Zwillinge im Autismus-Spektrum. Einer hat es wohl leichter als der andere. Bobby ist, in Ermangelung eines besseren Begriffes, hochfunktional. Diesen Begriff will ich später genauer erklären. Alec entwickelte sich sehr anders. Er hat Lernschwierigkeiten und spricht nicht. Er nimmt quasi die malerische Route zur Unabhängigkeit. Ein bisschen Kontext. Alecs Lernschwierigkeiten kommen von einer beinahe tödlichen Verletzung seines Gehirns, die er mit etwa 2 Jahren erlitt. Es war ein Morgen im September. Ich putzte mir gerade die Zähne. Währenddessen muss er auf das Fensterbrett in seinem Zimmer geklettert sein und sich mit ziemlichen Schwierigkeiten durch das Gitter vor seinem Fenster gequält haben. Er fiel 4,5 Meter in die Tiefe und landete auf dem Asphalt. Ich erzählte es nur in aller Kürze, weil alle, die diese Geschichte hören, immer schockiert sind. Mir wurde später gesagt, dass ein Kind ohne Autismus dieses vergitterte Fenster wohl nicht als Herausforderung angenommen hätte. Ein Kind ohne Autismus hätte Angst verspürt. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er Autismus hat. Wir wussten definitiv nicht,
mit welcher Entschlossenheit er unsere Sicherheitsmaßnahmen umgehen würde. Diese Entschlossenheit half ihm jedoch zu überleben. Alec war für 72 Stunden in ein künstliches Koma versetzt worden und als er erwachte, war nichts mehr da. Er konnte seinen Kopf nicht mehr allein heben, geschweige denn sich aufsetzen. Ein paar Worte, die er bis dahin gelernt hatte, waren weg und sind bis heute nicht mehr wiedergekommen. Er hatte eine Verletzung am Gehirn, die sein Leben veränderte. Es brauchte über ein Jahr, um ihm wieder das Gehen beizubringen, aber er ging wieder, obwohl die Ärzte das Gegenteil vorher gesagt hatten. Und dann lief er und dann lernte er schwimmen, auf seltsam rudernde Art und Weise, und er kann auf einem Dreirad fahren. Vor diesem Tag waren wir einfach dankbar dafür, dass Alec überlebt hatte. Wenn man weiß, dass jemand hätte sterben können, ist jeder Moment des Lebens ein Geschenk. Ich habe dieses Ereignis so erschreckend kurz und nüchtern zusammengefasst, um den Kontext herzustellen. Vielleicht hilft es Ihnen zu verstehen, warum alles andere für uns nebensächlich geworden ist, warum es für uns keine große Sache ist. Das war eine große Sache, die alle anderen getoppt hat. Die Diagnose, die unsere Zwillinge im nächsten Jahr bekamen, Autismus, war sicher eine Sache. Waren wir besorgt? Natürlich. War es eine große Sache? Nicht wirklich. Vielleicht hatten wir auch einfach keine Energie mehr, um Dingen so viel Bedeutung zu schenken. Unsere Kinder wurden mit Autismus geboren. Als dies etwa ein Jahr nach Alex' Unfall diagnostiziert wurde, konnten wir das vermutlich leichter und früher akzeptieren als andere. Die beiden sind einfach so. Das ist ganz anders als ein Unfall. Deshalb konnten wir Autismus von Anfang an akzeptieren. Andere Eltern erwarten vielleicht ein perfektes Kind und hatten das Gefühl, ihr Kind sei in irgendeiner Weise unzugänglich. Da wir erfahren hatten, wie er sich anfühlt, vielleicht ohne Kind nach Hause zu kommen, nahmen wir unser Kind mit Autismus dankbar mit. Wir haben Alec beinahe verloren. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr dies unsere Sicht auf seinen Autismus beeinflusst hat. Nicht, dass wir Ahnung gehabt hätten, was Autismus ist. Ich dachte, ich wüsste, was Autismus ist. Autismus bedeutet schlecht mit Menschen, richtig? Wir Eltern neigen sehr zu vorschnellen Urteilen, wenn wir auf Ignoranz stoßen. In Klammern, und ich bin da sehr schlimm. Klammer zu. Aber blättern Sie in Ihre eigenen Geschichten zurück und Sie werden, wie ich, merken, dass Ihr Wissen über Autismus aus dem Film Rayman mit Dustin Hoffman stammt. Aus heutiger Sicht zeigten unsere Zwillinge schon als Babys klare Anzeichen für Autismus. Wir wussten nur nicht genug darüber, um das zu bemerken. Wann immer Alec etwas mit Rädern in die Hände bekam, drehte er an diesen Rädern. Tatsächlich dreht er so ziemlich an allen, auch wenn es keine Räder hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie beeindruckt ich war, als einmal ein Würfel an eine Ecke drehte. Bobby kniete oft so, dass seine Beine W-Form annahmen. Das allein war noch kein wirkliches Anzeichen, aber gemeinsam mit seinem unruhigen Herumwackeln und Summen war es ein Alarmsignal. Ich dachte nicht daran, dass sie Autismus haben könnten, denn sie lachten und kicherten ständig. Raymond in Rayman tat nichts davon. Als man uns im November 2006 sagte, dass unsere Kinder Autismus hätten, fühlte ich ein Loch in meinem Gehirn, das ich mit Informationen füllen musste. Dieses furchtbare Gefühl von Machtlosigkeit steigerte meinen Ehrgeiz, so viel wie möglich über dieses Thema zu lernen. Ins Unermessliche. Und damit bin ich nicht allein. Gute Nacht.